Gegner durch. Ja klar, er sammelt alles ein. Der Ego ist. Ja, du hättest sie auch töten können. Nach dem meisten ja, getötet habe ich sie ja, aber nicht eingesammelt. Ich hätte zu viel Müll im Inventar. Wow. Er stand denn draußen von der NPCs? Wie dumm kann man denn nicht sein? Lass ihn doch nicht rein! Mein Gott, die werden uns hier gleich alles zubauen. Au. Ah! Warte, ich hier mich eben. Zu. Die epische Armee der Schneemänner. Ha! Komm da raus. Ich sollte mich, glaube ich, mal eben healen gehen. Dieses Loch da ist relativ praktisch. Ja. Ah, nein! Ich sollte mich neben das Terraria-Fenster drücken. Das ist tödlich. Nope. Wieso frisst er die Pilze? Der soll nicht die Pilze fressen, wenn ich H drücke, sondern die verdammten Heilpauschen. So, das frisst immer das, was du zuletzt gefressen hast oder so. Keine Ahnung, ich hab das auch noch nie geblickt. Ah! Liegen ganz viele Arrows. Oh. Ja, oh Wunder, ich schieß ja auch. Meine Organe. Dein Organ. Was ist mit deinem Organ? Irgendwas ist mit dem passiert. Ah. Diese Schneemänner sind relativ stark, muss man so auszudrücken. Ja, vor allem die Ziele. Dass du die Pfeile wieder hast, dann. Habe ich. Verkaufe ich, keine Sorge. Ich steck dir gleich welche zu. Passt schon. Mach das weg. Die haben mich fast umgebracht, gerade. Ja, mich auch. 5 Leben. Ein Heal. Kriegen, ich komm hier nicht rein. Lol. Du bist böse. Wo bist du, Heilschlampe? Wo bist du? Da bist du. Kayla! Dankeschön, tschüss. Ah, Mr. Stabby. Ich geh mal auf der anderen Seite wieder das Loch leer räumen. Oh, das würde ich nicht Snowman machen. Snowman Gangster. Wieso? Wenn du TNT glaub, mitnimmst, dann passt das. Ja, wenn. Begleite mal Tom. Irgendwie kommen die aus dem Osten, aber auf beiden Seiten. Hat hier noch einen vorbeigeschickt. Ist nicht gut, ich bin unten im Wasser. So. Oh, so. Ich könnte so asozial sein, dich zubauen. Also dieses Bombenloch, ich hätte nicht gedacht, dass das noch was bringt, Levi. Klimi hat gut mitgedacht. Alter, ey. Oh, Klimi ist gar nicht so dumm, wie er tut. Ey. In Wahrheit ist er ein echter Genie. Er ist der perfekte Sklave, wie wir schon in der ersten Staffel, ne, sag ich schon festgestellt haben. Da teilchen auch einige. Boah, wie viele da unten sind. Für solche Sachen ist schon gar nicht viel besser. Ach nee, ja. Für sowas ist. Wenn ich mich hier hinstellen kann, jetzt die Laser ganz gut gestärkt. Jetzt packst du zusammen. Ah. Verdammt, auch noch Mana. Heal nicht vergessen. Ja. Oben wieder. Die Pfeile geht zum Glück auch durch sie durch. Macht übelsten Schaden. Ich das in der anderen Welt mit einem anderen Kollegen mal versucht habe. Sind wir gnadenlos gescheitert. Ja, aber wir auch. Als ich das mal probiert habe, ey, ich bin so verreckt.
Nachher haben wir uns nur in ein Loch gegrabt und haben dann gecampt. Aber diese Waffe hier, die ist wirklich abartig gut bei Mana. Tja, deswegen habe ich sie dir auch gegeben. Bin halt kein Egoist. Ich bin ja auch unser Range-Damage-Dealer. Sozusagen. So, Unholy Arrows. Was macht Remy da eigentlich? Ich frag mich, wie viele von den Stehmännern wir töten müssen. Remy. Die bauen überall Schnee hin, wieso? Ja, deswegen sollen wir die ja auch nicht ins Haus reinlassen. Die sind halt nicht Stube rein. Machen überall hin. Oh mein Gott. Das ist Sparta. Ah. Das ist Tom, der in eine Schneemanngrube reinfällt. Das ist Tom mit dem Anti-Hack. Oh. Ah, Hilfe. Piu. Sind wir so bald da? Das kann doch nicht so lange dauern. Ah, ja, verzieht euch! Kann anscheinend schon, aber... Schneid! Du schießt zu mir, ich schieße zurück. So ein Schneeblöcke. Wieso fallen die aus dem Himmel? Sicher. Richtig, mir auch. Oh, hat sich erledigt. Ja, offensichtlich. Boah, wieso spawnt man nicht mit vollem Leben? Das ist doch kacke. Ich frag mich echt, wie viel wir. Damit sich das lohnt. Ganz viele Schneemänner. Zu viele. Komm schon, wann ist die Invasion vorbei? Ich möchte Santa töten. Ich hab gehört, Santa soll der Endboss sein. Echt? Nee, aber nein. Der nicht? Kommt nicht. Nein. Santa sollte als NPC erscheinen, aber zwar erst bis zum 31. glaube ich war das. Danach kam der nicht mehr. Oh. Ey, der hat sich da unten zugebaut. Was hat es gebracht, wenn Santa da war? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht irgendein Shop oder so. Da war ja auch noch das Event mit den Weihnachtsboxen oder so. Ja, vielleicht konnte man. Lol, die haben sich hier zugebaut, failed. Hab ich doch gesagt. Da ist ja nur einer. Rechts sind irgendwie keine mehr. Die sollen mal was Tolles droppen. Die droppen nix. Das ist einfach nur just for fun. Nein, das ist so, ja unnötig. Frostlegion soll angeblich die härteste Invasion sein. Also noch härter als die Goblin-Invasion, aber die ist ja eh nicht mehr hart. Die Goblin-Invasion ist ja leicht einfach. Ja. Aber trotzdem viele. Gibt's eigentlich noch einen heftigeren Boss danach als Wall of Flash? Jedoch, nachdem wir Hardmode freigeschaltet haben, können wir verbessertes Auge, verbesserten World Eater und verbesserten Skeletron beschwören. So mechanische Viecher. Mechanical Eye und sowas. Und die sind richtig hart, die haben's in sich. Die haben so übertriebene Fähigkeiten, aber ich spoiler mal nicht. Okay, die müssen wir noch töten. Um ehrlich zu sein, habe ich selber keine Ahnung, was sie machen. Ich habe es grob gehört, aber ich habe es wieder vergessen. Aber ich spoilere mal nicht. Yay. Clemi, so geht's. Mach den oberen. Ah, da kommt noch einer.
Wow. Gangsters, die schießen. Zu viele. Ja, kommt doch. Jetzt sind nur noch ein Buddel. Wie die hin und her geschossen werden in der Luft. Ich komm hier auch nur her, um zu sterben, oder? Ja. Ah, wie viele davon muss man denn töten? Können wir denn nicht alle Frieden schließen? Ja, und nein, ein bisschen Schneemann bauen. Yay. Yeah. Die wollen Menschen bauen. Hey, ich hab da nichts Geld. Er ist netterweise direkt über mir gestorben. Passiert. Boah, sind wir denn bald fertig? Wird jetzt über 3 Episoden lang nur diese scheiß Frostregion sein. Ja. Sehr spannende Folge. Und ein weiterer Part. Wenn die länger als eine Episode wird, lade ich das, glaube ich, alles im Stück hoch. Ich kann jetzt mehr als 15 Minuten hoch. Das ist nämlich unnötig, die Fans langweilen. Ah, weg mit euch! Ah! Hilfe! Fans? Wir haben Fans? Oh, really? Ich hab's gehört. Auch Fans haben. Ja, wir impliziert auch du. Ach so. Dass du das schon wusstest. Ah. Yeah! Endlich. Nur wird doch mal Zeit. So nach einem Spieltag. Tag und Nacht haben wir gekämpft, aber nun ist es endlich vorüber. Der eine Arme hat sich da unten immer noch eingebuddelt. Ich lasse ihn mal frei. Du wirst ihn frei, damit wir ihn töten können! Richtig. Ah! Schon wieder. So. Da drüben ist noch einer. Na, unwichtig. So. Will Schnee platzieren, damit es über unserem Haus schneit. Es wird dann schmelzen. Nein, es schmilzt nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Niemals. Ich bin mir sehr sicher, dass es schmelzen wird. Es wird schmelzen. Schneeblöcke, die werfe ich weg. Niemals. Ich habe übelst viele von den Teilen. Ich finde die Beschreibung so geil. Von dem Breathing Reed. Because not drowning is kinda nice. Silver Bullet, Cobalt Bar, Silk Rock, Torch. Ist alles hier eingeschneit. Yay, schneit über unserem Haus. Wieso macht ihr das? Damit schneit. Okay. Macht doch nicht noch höher, das reicht doch schon. Ich will aber. Yay, Tische unter Schnee. Ich hab meinen ganzen Schnee weggemacht. Mehr Disco-Effekt. Ich hab meine Truhen. Oh, apropos, wir brauchen mehr Räume, ne? Stimmt. Für mehr. Dani, du weißt, dass du dafür zuständig bist. Allerdings, würde ich sagen, bevor wir weitermachen, machen wir für heute erstmal Schluss hier und nehmen dann an einem anderen Tag weiter auf. Ich würde sagen, hoffe, euch hat diese Session ja gefallen. Und Tschüssikowski. Ich warte auf euer Tschüss. Achso, ciao. Ciao. Ihr seid voll unhöflich. Lol. Die haben nur auf dich gewartet. Ja, also, ciao.